Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum nächsten Spiele-Review von der Gamescom 2015, die Spiele, die wir besucht haben. Heute gibt es wieder ein neues Spiel, was ich meinem Senf dazugebe und meine Meinung sagt einfach, wie es mir gefallen hat. Es gab eigentlich gar kein Spiel, was mir nicht gefallen hat, aber ich gebe immer ein bisschen so mein Feedback von dem Spiel. Und welches Spiel ich heute vorstelle, ist nämlich das Spiel, was auch schon draußen ist. Und das Spiel, um das es sich handelt, ist Mad Max. Apostles of Alpha, you've hunted well. Out here, there are no heroes. No gods. No saviors. There's only those who live, those who die. Those who stand in my way. My name is Max. Genau, Mad Max. Mad Max gibt es ja auch als Kinofilm und der Kinofilm war ja auch sehr gut, habe ich schon vieles Gutes gehört. Und da ich denke, dass Mad Max das Spiel auch mal vorgestellt werden sollte. Und zwar Mad Max haben wir auch angespielt und da muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Als ich Mad Max gespielt habe, ist mitten in der Spiele-Session das Spiel abgekackt und ich durfte dann nochmal eine Runde spielen. Also habe ich quasi zweimal gespielt. Das war echt lustig, denn der Aussteller von dem Ding hat echt gesagt, das Spiel kackt so oft ab irgendwie, komischerweise. Das ist halt, wenn halt nur eine Demo auf der Konsole ist und kein Originalspiel. Also da denke mal, dass es hoffentlich nicht auf der endgültigen Vollversion auch so passiert. Also denke ich mal, Mad Max können wir jetzt anfangen und die 5 Punkte abarbeiten. Und zwar jetzt um den ersten Punkt ist nämlich die Grafik von Mad Max. Die Grafik von Mad Max natürlich klassisch in der Wüste und so, wird rumgeheizt und zerstört und zerschnitzelt und weiß wer Geier was. Die Grafik einfach gut, passt soweit, das ist echt super gemacht. Also mit den ganzen Autos und Co., wo man dann da rumfahren kann und wirklich kämpfen muss und die Rebellen und Co. In den Hintern treten sollte. Und ja, ich denke mal, Mad Max ist zur Grafik her passt es gut und von Warner Brothers ist es echt eine gute Leistung. Und ja, Mad Max, das soll man groß sagen. Grafik top, passt. Gefällt mir auf jeden Fall. Der zweite Punkt, die Story zu Mad Max. Ja, was soll ich da groß sagen? Die Story kommt mal leider nicht viel reingucken. Man hat eine Mission gehabt und ich denke mal, so wird das auch ablaufen. Man muss dahin fahren, die Mission machen, den zerstören, den holen oder den helfen und den verteidigen, den, beschützen, töten, weiß der Geier. Ich denke mal, so wird das auch die ganze Zeit ablaufen. Und ich denke mal, die Story wird ziemlich cool, wenn der Film auch so geil war, wird das Story, denke ich mal, von Mad Max nicht unbedingt anders sein oder halt nicht schlecht sein, wenn der Film schon so gut ankommt, denke ich mal, wird sich Mad Max das Spiel von dem Film eine Scheibe abschneiden, weil meistens ist ja, wenn der Film gut war, ist das Spiel scheiße oder je nachdem das Spiel gut ist, der Film scheiße. Naja, mal schauen, bei Mad Max sollte es ja nicht so sein, auch wenn die Spieletester haben auch Gutes gesagt, gute Entscheidungen, gute Meinungen, also von daher denke ich mal, Mad Max, ein gutes Spiel. Und der dritte Punkt, was ich anweise, ist die Steuerung, okay. Die Steuerung ist auch so ein Ding für sich, also wir haben es ja auf der PlayStation 4 vorgespielt und ich musste echt erstmal abkotzen, als das Schießen auf Kreis war. Also da, wie man darauf gekommen ist, ich weiß nicht, ob man das dann nachher in der Vollversion umstellen kann, aber es war echt grottig. Also auf Kreis schießen, das hatte ich auch noch nie. Naja, mal gucken, hoffentlich ist es das nicht, dass das Einzige, was mich an der Steuerung wirklich gestört hat, das war ja echt mies. Naja, ich hoffe, das kann sich ändern. Steuerung sonst alles top, außer dass mit Kreis schießen war. Total scheiße. Na egal, vierter Punkt, das Feeling von Mad Max. Ja, das Feeling von Mad Max.
eigentlich cool. Man heizt da über die Wüste und geht den Rebellen entweder aus dem Weg oder zerstört sie einfach und einfach auch mit den Enterhaken die Räder einhaken und die Räder rausreißen und die Autos überschlagen sich und eigentlich ziemlich nice. Feeling hat man echt cool, wie im Film eigentlich, kann man sich sagen, dass man darüber heizt und echt die Mission abarbeitet. Also denke ich mal, dann wird der Gesamteindruck, der fünfte Punkt, was ich jetzt anspreche, Mad Max eigentlich ziemlich cool. Habe ich ja auch schon bestellt und natürlich habe ich es auch, glaube ich, sogar schon da, wenn ihr das seht. Und ja, Mad Max, weiß nicht, ob ich es Let's Play meine, mal schauen. Aber Mad Max wird auch ziemlich cool, hat mir auf jeden Fall gefallen und ich denke mal, das Spiel wird auch der Hammer. Und ja, schreibt mir eure Kommentare mal runter, wenn ihr Mad Max schon gespielt habt, wie es euch gefallen hat und wie es euch gefällt. Würde mich gerne mal interessieren, natürlich eure Meinung zum Spiel. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Also von daher schreibt es mir unten rein und lasst einen Daumen Kommentar, wenn euch das Review gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Review wieder. Bis dahin bin ich raus. Ciao.